So, da bin ich wieder bei den 100.000. Versuch. Oh, das ist lustig. Dieser Kampf ist gewaltig für den Arsch. Und die Kamera ebenfalls. So. Huch, Entschuldigung. Jetzt müssen wir warten. Bis er wieder seine Hand so komisch dreht. Genau so. Oh nein, du sollst nicht abrutschen. Leute. Das ist ein Mist, das sag ich euch. Boah, stellt euch mal vor, die Ausdauerleiste wäre genauso groß wie beim ersten Koloss. Ich würde die Krise kriegen. Aber holla die Waldfee. So, das tat weh, hoffe ich. So. Meine Fresse. Hier drauf stechen, damit er seine Hand gerade macht. Bogen wählen. An seine Schulter schießen. Wieder festhalten. So festhalten, dass man nicht runterfällt. Springt. Springt? Nein, natürlich nicht. Mein Gott, du blöder Idiot. Da muss man das nochmal machen. Entschuldigung, aber es regt mich ein wenig auf. Aber das ist nur nebensächlich. Aber er fällt immer wieder auf den gleichen Trick rein. So schlau ist der Koloss auch wieder nicht. Ja, das ist ein Geduldsspiel bei dem Koloss. Das ist echt heftig. Mamma mia. So, mal wieder. An seinem Bizeps springen. Drauf. Stechen. Ja, ungefähr so. An seine andere Hand dran. Er dreht sie. Dann müssen wir an der Handoberfläche. Ungefähr so. Zustechen. Bogen auswählen. An seine Schulter ziehen. Wieder dieses verdammte Schwert. Ach. Oh, ich bin drauf, glaube ich. Oder? Jo. Meine Herren. Okay. So, wenn man einmal drauf ist, dann geht das eigentlich. Das Problem ist eigentlich nur das Draufkommen. Oder auch nicht. Oh, er bewegt sich ganz schön heftig. So. Und... Nein, ich bin runtergefallen. Mein lieber Herrgott. Was für ein Bastardvieh. Das ist echt mies. Ich müsste schon sogar eine Pause anlegen. Weil ich mich so aufgeregt habe. Oh. Das ist unnatürlich, dieses Vieh. Sehr viele Schnitte werden es wohl sein. Ah, natürlich nicht. Natürlich!
nicht, wieso auch. Wieso sollte man das wissen? Mein Gott. Ja, ja. Gut. Aber wir kennen ja das Muster. Mittlerweile ist es sehr ernüchternd, dass ich das immer noch nicht gepackt habe hier. Aber gut. Ist es viel wert, sich mit allen Mitteln. Und da ist es nur normal, dass man sich aufregt, oder? Ich meine, es ist der letzte Koloss. Ja. Der letzte von 16. Ich wiederhole mich ja ungern, es sind 16 gewesen. Ach, jetzt schickt er auch noch mit seinen Armen darum. Gut, 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 gut. Ach, wieso? Das ist ein... Boah! Ich sag euch was. Wenn ihr mal so weit seid, dieses Spiel zu spielen, vergesst nie, der letzte Koloss. So. Es ist verständlich. Aber du musst sterben! Oder auch doch nicht. Boah. Ganz ruhig. Tief ein- und ausatmen, das hilft. Zu fassen. Stimme ich gerade richtig dämlich an? Mann, ich habe zwar noch nie geschafft hier, aber das heißt doch nichts. Lass Gnade walten, mein Gott. Ich will die doch nur dezimieren. Mehr will ich doch gar nicht. So. So. Fuchtel da nicht so rum, mein Gott. Springt tut da auch nicht immer ab. Das ist... Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber dieser Koloss ist dormant. Nein, Quatsch. Aber er kommt mir so vor, oder? Es ist doch auch ein gottesähnliches Geschöpf. Zum Schluss stellt sich heraus, dass es dormant ist, den wir hier gerade töten. Ja, na endlich! Oh, Jesus! Dein Kopf gehört mir. Schwert. Wähl dein verkümmertes kleines Schwert aus. Schlag ihn hier rüber. Bevor ich mich vergesse. Boah, heftig. Ja, nur nicht abziehen. Gazinga. Was ist das denn? Schade, dass es keine Waffen gab früher. Oh. Stirb. In so einer Minigun drauf schießen. Na, ich bin brutal gerade. Nein, das macht man nicht.
kann ich doch nichts reißen mit so wenig Festhalte-Energie. Wer bist jetzt mal fertig, ey? Mein Gott. Ist ja schlimm, ey. Ja. Was soll ich sagen? Dieses Vieh stinkt zum Himmel. Guckt euch das Gesicht doch mal an. Er sagt doch schon, ich hasse dich, du hast meine 16, 15 Brüder getötet, ich hasse dich.